Hallo Leute und herzlich willkommen zu Beyond Good and Evil. Ein neues Projekt und wir starten auch direkt los, weil viel zum Spiel möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich kenne das Spiel. Ja, ist aus dem Jahre 2003. Das Ganze kommt von Ubisoft. Aber sonst müsst ihr eigentlich nicht viel wissen, weil das Spiel ist einfach der Hammer und genießt es einfach. Also viel Spaß dabei. Der Krieg steht nun vor den Toren von Hillings. Dieser friedliche Bergbauplanet in System 4 wurde komplett von der Doms-Armada eingekreist. General Keck, Oberbefehlshaber der Alpha-Truppen, möchte die Gelegenheit wahrnehmen, sich ein letztes Mal an die Bevölkerung zu wenden. Treue Hillianer, der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden sie... Sie kommen! Schnell, spring auf! Sag es, Paige. Ich kümmere mich um den Schiff. Los, mach schon! Schild aktiviert. Schild deaktiviert. Auf Ihrem Optima-Konto fehlen 350 Einheiten. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen. Das kann doch nicht wahr sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Oh nein, direkt unser erster Kampf. Wir müssen erstmal die Kinder befreien. Ich kümmere mich darum, bringt euch in Sicherheit. Mit einer Fackel, mit einem brennenden Stock einfach mal eben auf diese, was auch immer es ist, draufschlagen. Kinder, komm. So, du noch. Ich glaube, dann war's das schon. Versteckt euch, Kinder! Ja, das war's. Das sind die letzten drei. So, jetzt komm. Und du noch, komm, ja, du willst uns knuddeln, ist okay, du stirbst, aber ich sag, mein Gott, Tastatur und Maussteuerung. Na, jetzt stirb. So. Okay, Kinder sind in Sicherheit. Aber was ist da unten noch? Was kommt von unten? Was will der? Jane! Halt durch, Jane! Ich komme! Befrei dich, Jane! Ich lenke es ab! Ja! So, jetzt haben wir gerade unsere Waffe bekommen. Irgendwie so ein Stock, der leuchtet. Ich weiß auch nicht, was das Ganze soll, aber das Ding ist ziemlich effektiv. Hier müssen wir. Ich weiß gar nicht, wie ich ausweichen kann. Das würde ich ganz gerne mal wissen.
Paige, tu mal was. Okay, wir müssen jetzt mit dieser Wirbelattacke, müssen wir eine Mischung aus Tier und Feed, müssen wir das, was es auch immer es ist, irgendwie betäuben. Und dann können wir es auch angreifen. Und zur Strecke bringen. Cool, wir haben eine Perle bekommen, aber ich möchte trotzdem ganz gerne mal wissen, wie ich jetzt erstmal essen. Wie nehme ich denn auf? Wie weiche ich aus? Das würde ich wirklich gerne wissen, bevor jetzt irgendwie nochmal was. Keine Ahnung. Naja. Damit können wir die Reparatur des Hovercrafts bezahlen. Hey, Sekundo, kannst du das mal für mich scannen? Okay, Yate. Eine Perle von Aramis. Bueno, Yate. Aber Vorsicht. Ich habe dich nach dem Kampf durchgecheckt und bemerkt, dass etwas in dein Psychokarma eingedrungen ist. Wie cool das aussieht. Also die Performance auf dem PC ist wirklich eindeutig besser als die von der PS2. Also ich habe das Spiel nur auf der PS2 damals gespielt. Und auf der PS2 ist die Perle einfach nur ein blauer Ball, der halt auch so leuchtet. Aber hier auf der PC-Version hat diese Perle halt echt noch so Ornamente irgendwie eingeritzt. Ich weiß nicht, was es genau darstellen soll. Auf jeden Fall hat das hier so ein Muster drin. Und das war bei der PS2 nicht so. Allerdings war es bei der PS2 war das Ding kreisrund und das ist ein bisschen oval. Das könnte auch an der Auflösung liegen. Ich weiß es nicht genau. Alpha-Abteilung, Patrouille 21. Alles klar. Sie können gefahrlos nach oben. So, wie zur Hölle? So renn ich? Ah, okay, alles klar. Also muss ich nämlich eigentlich ausweichen können. Im Kampf dann. Hier auf Hillis hat der Krieg sein grausiges Gesicht gezeigt. Viele Zivilisten fielen ihm zum Opfer. Zum Glück trafen unsere Eliteeinheiten wieder einmal gerade rechtzeitig hier ein. Ich berichte live aus dem Refugium am südlichen Leuchtturm. Hier wurden einige der Kinder, deren Eltern gefangen genommen wurden, von zwei tapferen Hylianern in Sicherheit gebracht. Ein paar Worte für unsere Zuhörer? Ihr Jungs seid nicht unbedingt die Allerschnellsten. Macht weiter so und nächstes Mal ist vielleicht nichts mehr übrig, was gerettet werden kann. Schnitt! Hey, Opa, bleib locker. Verbrennt ihr bloß nicht den Mund. Okay, Jungs, das war's. Packt zusammen. Danke, Paige. Wenn du nicht gewesen wärst, ich... Jade! Großer Gott, stell das hier um! Jade! Sie ist okay, sie wacht auf! Oh, Jade, wie geht's dir, mein Schatz? Mir geht's gut, Paige. Gut. Immer noch keine Energie? Nein. Und ohne den Schild sind wir ein gefundenes Fressen für alle Voraks in der Nähe. Was für ein Pessimisto. Euer ergebener Diener Secundo hat die Lösung eurer Geldproblemos gefunden. Secundo... Wir sitzen hier fest, ohne Hovercraft und ohne Schild. Optima hat uns den Saft abgedreht. Das Konto ist leer. Einheiten? Du brauchst Einheiten? Dann komm zu Secundo, schöne Senorita. Hör zu. Die Senorita-Direktorin vom Forschungszentrum will eine Aufstellung aller Tiere auf diesem Planeten.
Wie gibt ihr mucho dineros für alle Fotos mit kleinen Tieren drauf? Mira, dieses Vieh zum Beispiel, mach ein Foto davon und tata, mucho Einheiten verdient. Sogar dein Hund interessiert sie. Mal wieder einer von deinen Superplänen, Sekundo. Schätze, ich muss mal deine Schaltkreise checken. Wer sollte sich jetzt für sowas interessieren? Wir stecken mitten in einem Krieg. Du verstehst nada, Speckschwarte. Die Kontrolle über die Spezies ist mucho importante. Jade, geh und hol dir deine Kamera zurück. Dann werden wir sehen, ob Sekundo Pepperoni in deinen Schaltkreisen hat. Adios, Muchachos. Ich habe deine Kamera gefunden, Jade. Ich lege sie hier hin. Sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass Paige gar nicht diese Hose anhat. Also die Hose schon, die war grün, aber mit diesen Mustern an der Seite. Also ich bin von der PC-Grafik wirklich gerade sehr begeistert, wie ihr feststellen müsst. Oh mein Gott. Ich freue mich auch eh wie so ein kleines Kind gerade über dieses Spiel. Jetzt liegt es an dir, Jade. Kamera ist auch ziemlich cool, ist halt so eine Digitalkamera, ne? Die auch irgendwie WLAN-fähig ist, denn die Bürgermeisterin schaltet die dann irgendwie von Weitem. Ganz seltsam. Hallo Jade, wir benötigen eine komplette Auflistung aller hier lebenden Tiere. Viel Glück. Jo, und sie meint wirklich alle. Weil wir kriegen auch immer was dafür. Wenn wir jetzt diese Reihe Fotos voll haben, ich glaube es sind 10, 2, 4, 6, 8, das sind nur 8, Entschuldigung, bekommen wir jetzt bei dem Film zum Beispiel den großen Zoom. Und den kriegen wir auch schon, bevor wir die Insel verlassen müssen, kriegen wir den großen Zoom schon. So, wir können auch alles können wir fotografieren, alles. So, hier liegen noch Energiedinger, die kann man essen, dann hat man wieder Energie. Bueno, ich behalte das. Ja. Wie gesagt, das Spiel habe ich, ich kenne das Spiel, ich habe das so oft schon durchgespielt. Öfter als, zum Beispiel das Ocarina of Time, weil ich liebe das Spiel. Es gehört echt zu meinen Lieblingsspielen. Und wenn ich ein Spiel wirklich so oft durchgespielt habe, dann gefällt es mir sehr gut. Oh Mann. Egal. Oh, ein Püppchen. Süß. Aber ich will auch gar nicht so viel spoilern. Also ich gehe jetzt wirklich einfach in die Story rein. Ich habe es auch mindestens 5 Jahre nicht gespielt. Und deswegen schauen wir uns einfach mal um. So, wir wohnen in einem Leuchtturm. Haben einen Hund namens Wuff. Das ist der hier. Den wir auch für die Damen fotografieren können. Das bringt nämlich auch Einheiten. Super Exemplar. Bild gespeichert. Unser Hund ist ein super Exemplar. Naja, ich finde ja eher nicht. Wie gesagt, die Dame möchte wirklich alles an Fotos haben, also an Tieren, die es hier gibt. Selbst ihn hier können wir fotografieren. Ich muss mich dafür nur etwas weiter wegstellen. Ich habe nämlich vorhin schon ein bisschen Probe gespielt und Probe aufgenommen. Noch einmal vielen Dank, Jade. Ah, ich okay, klicke das immer so schnell weg. Ich überweise die Dineros an diese miesen Optima-Typen. Genau, uns fehlten ja 450 Einheiten für Strom. Die haben wir jetzt zusammen und deswegen können wir die jetzt... Oh, 350, Entschuldigung. Jetzt können wir die jetzt bezahlen und wir haben jetzt wieder Strom. Stromzufuhr wiederhergestellt. Danke, dass Sie sich für optimal entschieden haben. Schild aktiviert. Gute Arbeit, Jade. Ich guck mal, ob wirklich alles wieder funktioniert. Komm mal hier runter! Hier ist eine Mission für dich! Jade reporting. Mission M-Disk liegt bereit. Okay, dann werden wir gleich mal dahin gehen. Allerdings sammeln wir erstmal das hier ein. Wo ist das Mädchen? Ist abgehauen. Vor allem die Leiter ist ja auch sehr sicher, ne? Mit den schiefen Sprossen. Okay, so, jetzt können wir auch überall... noch hin. Wir können zum Beispiel hier ins Badezimmer gehen. Dort haben wir so eine Art Herzcontainer liegen. Scan-Analyse, okay. Bekommen wir jetzt ein drittes Herz dazu und hier können wir noch ein bisschen baden. Ist eigentlich ziemlich cool, das Badezimmer. Ich weiß nur nicht, wo das Wasser herkommt, weil hier ist kein Wasser und kein Nichts. Vielleicht müssen wir das mit dem Eimer irgendwie noch filtern. Ich weiß es nicht. So. Ihn hier können wir auch fotografieren, weil das ist nämlich eine Art Ziege. Großartiges Bild. Noch 4, okay. Hallo. Es ist so krass. Also wie gesagt... Zum Glück gibt es die Alpha-Abteilung. Naja. Sie werden uns beschützen. Ja, wenn du meinst. Sei tapfer. Wir müssen stark sein. Also hier... ich bin echt begeistert von der Grafik. Also das ist echt... Es ist echt krass. Ich bin wirklich begeistert. Okay, gehen wir mal raus.
Okay, so können wir irgendwie dann... Ich glaube, so können wir dann auch im Kampf ausweichen. Rennen können wir mit der Leertaste. Und hier ist noch ein Tier, was auch immer es sein soll, was wir auf jeden Fall fotografieren können. Ein Feldarmadillo. Okay. Die werden sehr selten. Noch drei. So, eins können wir draußen noch machen. Ich finde, dieses Mädchen fand ich immer sehr, sehr gruselig. Dann guckt sie euch mal an. Sieht ein bisschen aus wie Avatar. Aber ganz ehrlich, man kann ihr diesmal richtig auch in die Augen gucken. Ich glaube, bei der PS2 hat die nur so schwarze Punkte im Gesicht. Das ist auch sehr, sehr witzig. Hier ist noch so ein Feldarmadillo und hier oben... Jetzt wollte ich schon doppelt W drücken zum Rennen. Mein Gott, ey. Hier sind Möwen. Die können wir auch fotografieren. Seemöwen. Gut gemacht. So. Dann, es geht das Mädchen wieder. Ich glaube, die mag uns nicht. Naja, gehen wir mal zur Werkstatt, wo Paige auf uns wartet. Und sie kann es immer noch nicht. Mission M-Disk liegt bereit. Sie konnte es auch auf der PS2 noch nicht, dass sie über den Stein rüberfallen kann. Gut, gehen wir erstmal hier runter. Denn hier unten sind noch Sachen, die wir fürs Hovercraft bräuchten. Die nehme ich auch erstmal alle mit. Das ist Boost. Damit können wir dann kurz schneller fahren. Und das hier ist ein... Ja, das gleiche wie Energie halt. Wenn unser Hovercraft kaputt ist, können wir damit die Energie wiederherstellen, diesen SOD-Dingern. So, hier unten konnte ich... War das hier unten? War das noch? Jo. Hier unten sind noch Fische. Mist. Na, jetzt, Mann. Die können wir auf jeden Fall auch fotografieren. So, jetzt hat es geklappt. Man sieht zwar nicht viel. Ein lebender Dieb neu. Unfassbar. Total krass. So, ein Foto müssen wir noch machen. Das ist von unserem guten Onkel Paige, der, wie ihr gesehen habt, ein Schwein ist. Und dann können wir nochmal kurz auf den Leuchtturm rauf. Da oben läuft nämlich noch ein Tier rum. Ich weiß immer noch nicht, was es darstellen soll. Sieht aus wie ein Pinguin. So, der kürzt euch jetzt mit uns, genau. Bist du's, Jade? Jo. Wir haben gerade eine M-Disk bekommen. Vielleicht noch einen Job für Jade Reporting und Company. Wenn du sie direkt einlegst, könnte ich versuchen, diesen... Dekoder einzustellen, dass eine Meister nicht gehorchen will. Ah! Okay. M-Disk einlegen. Dann holen wir uns die M-Disk mal. Das ist diese hier. Scan-Analyse, okay. Davon bekommen wir im Laufe des Spiels auch ganz, ganz viele, wie ihr vielleicht sehen könnt. 14 Stück insgesamt. Die grüne ganz am Anfang ist unsere Speicherdisk. Da können wir nämlich alle Spiele drauf speichern. So, gucken wir uns die eine doch mal an. Und ich muss das mit Q machen. Mit Q, glaube ich, war es. Genau. Ich wollte das eigentlich ganz gerne noch umgelegt haben. Es geht leider nicht. Schade. Hallo, Miss Jade. Ich bin im Auftrag von Mr. de Castellac hier. Der Krieg ist eine Katastrophe für uns alle. Mr. de Castellac möchte Ihnen einen sehr delikaten Auftrag erteilen. Sollten Sie annehmen... Machen Sie sich bitte so schnell wie möglich auf den Weg zur alten Mine auf der Schwarzen Insel auf der anderen Seite der Stadt. Da er sich des damit verbundenen enormen Risikos bewusst ist, wird Mr. de Castellac Sie großzügig belohnen. Bis bald. Okay. Kennst du diesen de Castellac-Typen? Geh nicht dorthin, Jade. Es riecht nach einer Falle. Bist du loco? Wir brauchen Dineros, um uns vor diesen stinkigen Doms zu schützen. Keine Sorge, Paige. Wenn du nicht willst, gehe ich allein. Nein, es ist... Okay, wir gehen zusammen. Aber ich bleibe in deiner Nähe, ob es dir passt oder nicht. Sekundo, check den Computer und zieh die Informationen runter. Dann kannst du dir es ansehen, Jade. Und ich werde versuchen, das verdammte Hovercraft wieder ans Laufen zu bringen. Wenn ihr mich nicht hättet, würde hier alles auseinanderfallen. Okay. Es funktioniert. Wir sind wieder mit dem Rest von El Mundo verbunden.
Okay, das ist diese Alpha-Abteilung. Also das ist so der Anführer. Gibt es ein Iris-Netzwerk, welches irgendwie ein bisschen gegen die arbeitet, aber alles so ein bisschen im Hintergrund. Und das sind die Doms, die uns halt angreifen aus dem Weltall. Wie das alles zusammenhängt, werden wir natürlich im Laufe des Spiels noch erfahren. Aber die Alpha-Abteilung ist nicht ohne. So, machen wir das Ganze mal aus, interessiert mich keinen. Gut, beim nächsten Mal machen wir noch schnell das Foto von diesem komischen Viech auf dem Leuchtturm und dann fahren wir mal zur Schwarzen Insel. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!